Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battlefield 3, die Kampagne jetzt mal. Also ehrlich gesagt ist mir gerade langweilig, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein Let's Play wird. Nur mir ist gerade langweilig und ich habe gerade kein Internet, deswegen spiele ich mal die Kampagne. Wenn ich erst noch ein bisschen nebenher. Aber ich störe euch ja nicht. Ja. Jetzt Schule geht wieder los. Ist natürlich ein bisschen mehr oder weniger optimal, aber ja, in den Ferien kam relativ wenig, weil ich viel weg war. Flo hat seine Skript benutzt, hat ewig viel vor den Ferien aufgenommen, konnte ich den hochladen. Ja, ich glaube, zeig mal erstmal meine Klappe. Springen wir uns um, springen wir auf den Zug. Ja, ja, lustig, lustig. So, ich muss jetzt aber erstmal den Ton leise machen hier. Audio. Bisschen leise. Ja, speichern. Zurück zum Spiel. Nimm die Waffe. Ziele. Tod, stirb. So. Also. Wir sind in einem Zug. Wir sind böse Entführers. Und die wollen uns, glaube ich, umbringen. Ich schätze mal, wir sind irgendwie mal wieder die Guten. Und, ja. So. Jetzt haben wir eine Schrotze. Haben wir unsere Pistole noch? Nein, haben wir nicht mehr. Boah, ich mach die fertig, guck. Tsch. Oh, erstmal tritt in die Eier. Bäm. Tsch. Raus aus dem Zug. Tschüss. Schön, dass ihr... Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Nee, das ist unfair. Springen. Oh, boom. Ja, wie gesagt, thank you for traveling with Deutsche Bahn. Hörig. Und wir sind am Arsch. Ja, der Taste. Ich drück wie verrückt. So. Sehr gut. Ducken wir uns mal. Boah, ziemlich wackelige Angelegenheit hier. Obala. Unschuldig. Oh. Wir hätten uns vielleicht ducken sollen. Ja. Ist ja hier ganz gewöhnliche Situation. Ja, auf einem Zug hier, der gerade abstürzt. Nee, nicht abstürzt, sondern hier im Gleis und kaputt geht, aber ja, erlebt man ja jeden Tag auch. Upsala, nachladen. So, wo sind denn noch die Bösewichts? Los mit euch. Ihr seid alle so schlecht. Muss ich jetzt was entschärfen? Nö. Bewegen. Vor zum Öffnen. Lass mich den umbringen. Oh Mann, das ist unfair. Nein! Nein! Ich bin nicht allein. Also eigentlich ja schon, aber... Ach, nochmal was essen. Candy Schoko. Operations Warp Sword Breaker.
Lecker. Nom, 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 nom. Lecker, lecker. Ah ja, Überhitzung und so. Ja. Soll ich denn jetzt hier die Zeit überbrücken hier so? Ja. Nur jetzt hier, wie gesagt, schon nach den Sommerferien. Wetter geht so eigentlich schlecht. Ja, ich und Flo haben gestern versucht, ein bisschen Minecraft aufzunehmen. 2 Stunden lang. Das ging aber mächtig in die Hose, weil von mir das Video, also meine Sicht des Videos am Arsch und bei Flo, oder da wurde die Hälfte zumindest nicht aufgenommen, bei Flo, der hat keinen Ton, der hat zwar das Video, aber keinen Ton. Er ist ein bisschen scheiße. Ja. Ja, ansonsten, ihr hört vielleicht meine Familie noch im Hintergrund, aber lasst euch davon nicht beeindrucken. Seid jetzt hier lade fertig, nicht so lange warten. Gleich auf die Uhr geguckt, wenn wir angefangen haben. Denk mal so vorher. Irgendwann. Egal. So, jetzt geht's weiter. Speichert. Ich halte meine Klappe. Ist das besser? Ja. Wer sind Sie? Von der CIA? Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier werden wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er, Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir Warten wissen Sie, wollen. Hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLA? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker. Irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. So, ja. So wie es aussieht, sind wir irgendwie hier dienstaufsichtsbeschwerdenmäßig oder so da. Und müssen jetzt quasi erklären, was so passiert ist. Und ich glaube, also ich habe es ja natürlich schon angespielt. Ist nicht ganz blind. Wir müssen das jetzt halt spielen. Jetzt haben wir eine Filmsequenz. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Überqueren die Demarkationslinie in 2 Minuten. Over. Verstanden. Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montez. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die Richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Dein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3. Verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Vorwärts. So, hallo und herzlich willkommen Battlefield 3 Kampagne. Ihr habt gerade eben schon einige Spielszenen gesehen. Ich habe vergessen, mein Mikro einzustecken. Juhu, like a bro. Ja. Trotzdem versuche ich es jetzt noch so gut wie möglich zu machen. Ist natürlich mal wieder mega noobig. Aber ja, passiert. Ich habe jetzt keine Lust, das nochmal von vorne zu spielen, deswegen machen wir jetzt hier einfach weiter. So, ja, Battlefield 3 als neues kleines Projekt.
nach den Sommerferien so, damit die Schule anfängt wieder und ja. Ist die Einsatzbesprechung so, ja, hier. Ja, genau. Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 09:30 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasseweg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Jawohl, Sir. Los geht's. Ja, wir sind die schnelle Eingreiftruppe. Wir sind wichtig. Wir müssen jetzt diese Patrouille finden. Ja. Endlich eine Waffe in der Hand. Vorher die AK war ja nicht wirklich meine Lieblingswaffe. Ich kann nicht rennen, warum auch immer. Los. So, jetzt geht's. Ja. Ist die scheiß Köder hier? Ach man. Ich dachte, ich könnte jetzt den Hund killen. Ja, ich vergesse immer wieder. Ja, pipapo, jetzt läuft einfach weiter. Ist doch scheißegal. Oh oh. Die Granate ist nicht von mir. Oh, jetzt ist es explodiert. Was war das denn? Eine Granate von mir. Wieder kommt was. Hm. Ein paar Freunde. Ja, er ist weg. Jetzt los, schnell, schnell. Black. Du und Nepkovic, nehmt die Tür rechts. Okay, okay, okay. Ist doch die, oder? Oder die? Wie, du musst aufschließen? Ich bin hier vorne. Oder bin ich nicht Black? So, jetzt okay. 3, 2, 1. Los geht's. Hey, der hört sogar auf mich. Einziger Zivilist. Naja, alle tot. Wow. Scharfschütze! Ja, das habe ich gemerkt. So, schnell hier rein. Schnell, schnell, schnell. Hey, Kumpel, alles okay? Du wirst es überleben. Stehen etwas unter Beschuss, da oben war gerade was. Obala, das ist explodiert. Ah, oh, stirb doch. So, jetzt gehen wir mal schnell hier hinten in Deckung. Was heißt in Deckung? Wieso hinter dir? Okay, alles cool. Oh, nice. Panzerfaust auf 12 Uhr! Erster Stock! Er ist hinüber! Bleib vor den verkackten Autos! Er ist hinüber. Ist auf dem Balkon. Verbündete kommen nach! Wow, 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 wow. Rockelt alle das scheiß Gebäude ab! Black, zu mir! Sieh nur beim Gebäude! Andere Wände vom Parkplatz! Sie kommen von der Seite! Bewegung! Da vorn, da vorn! Komm über die Mauer! In den Arsch. Scheiße, scheiße. Verarscht, verreck jetzt. Thank you.
So, alle tot. Jetzt sollte ich mal wieder zurückgehen zu meinen Friends. Der Sniper ist noch da! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Schnell da rein, los! Los. Schnell, 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 schnell. Washing. So, jetzt haben wir die Munition. Wir übernehmen. Hey, komm. Kannst du das spüren? Nö, mach ich nicht. Ich Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Bursche. Ja, ja. Zäher Bursche, der. Erstmal, Blumen hier sind nicht erlaubt. Das ist ja eine Diktatur. Ich überhole mal bitte. Lass mich da rein. Lass mich da rein. Augen offen halten. Ja, von mir aus. Wir müssen uns von Deckung zu Deckung vortasten. Bleibt nicht von den Fenstern stehen. Schütze! Erledigt ihn! Wo denn? Das waren keine Einheimischen. Die sprachen kein Arabisch. Holte Al-Bashir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran, oder was? Ah, Aika, wo war die? Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Misfit 1-3, hier Misfit. Der Scharfschütze ist noch da. Ist der für ein bisschen? Da draußen. Oh ne, die will ich nicht. Da la 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 la, hallo. Wow. Scheiße, Kontakt! Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten. Oh, jetzt ist der Stuhl kaputt. Hotel. Ich glaube, es ist das Hotel. Los, von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Ja, ja, machen. Ich höre mal nach da vorne, wenn es recht ist. Los. Oh, hallo. Okay, unterwegs. Und los. Ja. Ja, lauft alle durch mich durch. Mhm. Okay. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Hund. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Okay. Oh, ich dachte, da wäre. Ja. Yeah. Kaputt machen. Was ist denn der? Rede mit mir, siehst du was? Nee. Der geht nur alles kaputt. Scheiße. Oh Mann, ist doch langweilig. Mach was. Damals gang. Oh. Scheiße, ich bin getroffen! Ja, tut mir leid, das war ich. Okay, da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße, 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sich verkrochen. Ah, da. Oh, ich bin tot. Ich hätte vielleicht nicht. Ich hätte vielleicht nicht aufstehen sollen. Passiert. Oh, jetzt aber nicht nochmal von Anfang, oder? Nö, ich hab keine Lust. Ja, schalt den Scharfschützen aus. Wissen jetzt, wie der Hase läuft. Scheiße, Kontakt! Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. So, schnell nach da vorne. Ja, ja, beschissene 50er. Kennen wir. Diesmal stehen wir aber nicht auf. Bleiben denn die anderen? Los, von einer Deckung an. Wir locken ihn raus.